Ich lebe zurzeit in meinem Tesla. Und damit das überhaupt funktioniert, habe ich ein Bett im Auto, einen Kühlschrank, einen Wechselrichter für 230 Volt, einen selbstgebauten Tisch, auf dem man dann auch super kochen kann, ein selbstgebautes Waschbecken mit fließend Wasser, ein Kleiderschrank mit zusätzlichem Verstauraum, ein Bürotisch zum Arbeiten, ein Wohnzimmer mit Kino und noch viel mehr Verstauraum. Bis auf Klo und Dusche eigentlich alles am Start. Und jetzt sagt ihr mal, würdet ihr auch mit dem Teil auf einen Roadtrip gehen?